Wuppdi. Mit viel Glück und etwas Eleganz sind wir jetzt online. Kontrollmonitor wird aufgerufen. Ja, es ist am Kommen. Da geht was. Schön erstmal Werbung hier. Ach Scheiße, ja, ich habe auch. Danke. Was ist bei dir? Ein Bison. Supi, bei mir ist es irgendeine Serie auf einem Schinkenfriseur. Pay-Online-Gedöns. Ja, genau. Effizient. Sieht man was? Oh, da ist auch schon. Ach, der hat nichts, natürlich. Die treue Der hat Seele. nix. Sauber. Der hat nichts, kann mir jetzt quasi auch als unabhängiger Dritter sagen, ob man den Kommel hört. Das weiß ich nämlich nicht. Stürmisch. Gefällt mir. Das regnet. Ja, gut. Ach, so, unmute. Kopfhörer ans Ohr. Kommel, sag mal, wat? Hallo, ich bin der Komrad und ich begleite euch heute durch das stürmische Equipment, das der Meldrian für uns anspielt, das wir freundlicherweise in unserem frischen Steam Curator bekommen haben. Vielleicht sollte ich jetzt den Link dazu posten. Ja, ist doch schon mal was. Da kriegen wir direkt gesagt, hier pass mal auf, das bist sehr, sehr leise. Dann tun wir doch noch ein bisschen rumfuchteln. Ich hoffe, das geht. Pass auf, den Kommel, den kriegen wir irgendwie noch lauter. Da ist so ein Ding, das heißt Mumble, das drehe ich mal hoch. Und dann gucken wir mal, was passiert. El Comrado, erneut bitte. Hallo, 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 hier ist der Kurator für alle. So klicken Sie. Klicken Sie hier! So klicken Sie. Alle klicken. So. Ich mir nochmal das Ding ans Ohr. Wunderbar. So, der Artikel steht auch. Ein bisschen noch bitte. Können ja keinen Stream machen, ohne dass wir für das Spiel auch gleichzeitig ein Dings haben. Wie bekloppt, ja. Das wäre unglaublich. Oh, ist sogar auf GOG jetzt erhältlich. Nicht nur auf Steam, sondern auch auf GOG und da auch tatsächlich für Linux. Ja, die Infos kommen hier brandheiß rein. Das sieht gut aus. Das Audio-Level, also ich finde das Audio-Level jetzt geil und er hat nichts gesagt. Ist das ein, ist das denn das? Ist das ein Daumen hoch? Ich glaube schon. Ich kann das Ding. Versteht ihn schon mal. Seems good. Hinsch gut. Ja, okidoki. Jetzt, kann man, geht mein Gamepad? Nein. Hätte mich auch gewundert. Okay. Das ist natürlich alles nur Geschauspieler, die sind perfekt vorbereitet. Ja, das ist einfach so, wir wollen den Leuten erstmal ein bisschen Zeit geben, um hier auch einzusteigen und so, dass sie Ja. nicht irgendwas verpassen, was jetzt wichtig ist. Erstmal ankommen, Keks nehmen, Tee machen. Richtig, richtig. Gut, gut, gut. Ja. Dann fange ich jetzt einfach an, oder? Ja, ich denke, es kann losgehen. Supi. Dann mache ich das, was ich immer mache. Wir gucken uns erstmal das grandiose Hauptmenü an. Natürlich, die Soft Skills Oh. am Anfang. Direkt im Abspann? Angezeichnet habe ich gelesen. Ist das so? Ja. Okay, das nimmt, weil ich war von der Optik erstmal nicht so begeistert, aber das nimmt der ganzen Sache natürlich dann ein bisschen der Kritik den Wind aus den Segeln. Weil das ist ja dann ein ganz anderes Qualitätslevel, quasi automatisch. Das ist natürlich ziemlich cool. Ich gucke mal die Einstellungen, einfach so. Denn ich habe da was gesehen von wegen Vibration und bin jetzt schwer verwundert, dass ich doch mit. Jetzt geht's. Ah, okay. Ich verspreche, eben ging's nicht. Also ich könnte mit dem Gamepad zocken. Zocke ich mit Gamepad und Tastatur? Was meinst du? Das sieht ein bisschen aus wie Braid, ne? Ein bisschen. Könnte man versuchen. Ich probiere es mal mit dem Pad. Es ist so schön, der Controller wird erkannt, also mit Pad. Dann, was haben wir noch? Ja, ich denke, das lassen wir alles so. Idealizing. Sprache ist Wieso wunderbar. steht da eigentlich Abspann? Das weiß ich nicht, warum immer auf Menü direkt der Vielleicht ist Abstand. das ein Warum? Shortcut. Kannst du direkt das Ja. Spiel gewinnen. Wollen Sie direkt zum. Ja, warum nicht? Gehören Sie auch zu den Spielern, die keine Lust haben zu spielen? Dann haben wir hier ein ganz besonderes Feature für Sie. Okay, nee, komm, also neues Spiel, das war jetzt genug Klick, Aufschub. klick, klick doch mal auf Abspann, das Soll würde ich mich jetzt wirklich mal machen? Okay, interessieren. also wenn es nicht so. Komm, oh, gib ihm. Wahrscheinlich Credits. Ja, man hätte auch Credits schreiben können. Roll Credits. Aber ja. Ah, War das jetzt auch ja. handgezeichnet? Weil bestimmt. Ich muss mich jetzt noch damit zurechtfinden, dass du das Bild erst ein paar Sekunden später siehst als ich. Das ist schwierig für mich gerade. Durchaus. Na gut, okay, ich mach das mal wieder weg.
Mach mal. Dann kannst du jetzt loslegen. So, wenn mir jetzt noch jemand bestätigt, dass diese von Zeit zu Zeit Ruckler im Stream nur ich sehe und ihr nicht, ist alles gut. Ich sehe gar keine Ruckler. Nee, das läuft flüssig. Gut, dann liegt das an Ja. meinem grandiosen Zweitgerät, was wahrscheinlich völlig überfordert ist. Dann mache ich jetzt auch einen Kontrollmonitor zu und fange einfach an zu Was? spielen. Hast wahrscheinlich wieder auf Ultra 4K gestellt, Ja, ne? natürlich. Ich habe erstmal wieder den Anschluss wieder runtergetrimmt auf 2 Mbit, weil das viel netter war als mit den mehreren wie jetzt. Es Ja, lädt. ich glaube, es geht los. Hervorragend. Ich bin mir nicht sicher. Laden heißt ja noch nichts. Ich bin da skeptisch. Ich bleibe Pessimist. Auf was für eine Kiste zockst du? Auf dem Tuxi. Tux, Ah, tux, alles tux. klar, dann sollte er das ja wohl hinkriegen. Davon bin ich jetzt einfach mal überzeugt, ja. Ich hoffe, wir sind nicht das Kategorie Arschlochkind. Schockierend. Ja, ich muss mich jetzt daran gewöhnen, dass ich den Ton natürlich nicht anhabe, weil sonst höre ich mich dreifach, vierfach. Man kann sich nicht selbst oft genug hören, finde ich. Das sieht doch eigentlich ganz nett aus, oder nicht? Doch, irgendwie die Screenshots haben da weniger versprochen. Jetzt so im Bewegtbild ist es Ja. irgendwie netter. Finde Eis für dein Drink. So, mal gucken hier. Wahrscheinlich. Ah ja. D-Pad. Okay, ich bin dieses Ding. Ich bin ein Waschbär. Ich nenne mich Waschbär. Okay, das ist erstmal gar nicht so kompliziert. So. Hier fehlen definitiv einige Bleistifte. Wir kommen später darauf zurück, nehme ich an. Ein Sammelalbum, gib das her. Okay. Eis. Also ich suche Eis. Wo mag es in dieser trostlosen Welt Eis geben? Ja, Kühlschrank, oder nicht? Okay, ich bin ein. Also ich sag's mal, wie es ist. Ich bin ein Arschloch. Der arme Vogel. So. Charmant, okay. Ich habe Bleistifte gebeamt. Ich kann Bleistifte beamen. Ich bin ein Bleistiftbeamer. Eine Synapsenbatterie. Es fehlt etwas. Wenn man versucht, einigermaßen unvoreingenommen an so einen Titel heranzugehen, ist es natürlich auch dann immer so ein gewisser Fallstrick, dass man so gar nicht weiß, auf was für ein Spiel man sich gerade einlässt. Was ist das hier? Gib das her. Batterie. Ist mehr Power. Max Power. So. Damit hätten wir das Tutorial. Was? Nochmal ein. Ach, okay, kannst auch wieder. Ja, ist ja sehr destruktiv. Träumchen.
Ach so, Inventar öffne. Brr. So? So. Okay, grandioso. Ich habe das Gefühl, dass eine gewisse lemurenartige Person gleich Eis in seinen Drink bekommt. Hm. Happy End. Abspann. Fertig. Roll Credits. Fuck. Da ist das Eis. Also, nein. Wo war das? Ich will meinen Orientierungssinn. Runter. Jetzt kann er auch wieder zurück in seinen Schaukelstuhl. Wahrscheinlich direkt zum Abspann, ne? Ja. Also okay, also ich bin ein Unsympath, alles klar. Das halten wir das schon mal fest. Ich bin ein Unsympath, also wie im realen Leben. Okay, das ultimative Böse zeichnet sich also dadurch aus, dass es mir mein Sammelalbum klaut. Das ist ja wie in der 6. Klasse. Achso, ich kann schon wieder. Ich dachte, das wäre wieder Cutscene-mäßig. So, ich werde jetzt das tun, was alle von mir erwarten. Ich werde mal gucken, ob ich hier runterfallen kann. Nein, das Spiel scheint es nicht vorzusehen. In den Tod stürzen ist keine Option. Zumindest noch nicht. Ah, das kriegen wir noch hin. Ja, das ist Feature Request. Hallo Bovakill, du winkende Charles Bolz. Nee, Schambolzen. Smiley. Ich kann diese ganzen Smileys immer nicht sehen, die sind ganz komisch. Aber hallo, auf jeden Fall. Da sind wir zu alt für. Genau, Smileys. Kennen wir nicht. Was ist das? Kann ich jetzt. Ist das so ein Instant Death oder was ist er? Ich fürchte mich. Ich gehe zurück, okay? Okay, gut. Dann. Ja. Versuch mal, geht das? B. Kannst du? Was? Nein, ich kann. Boah! Aber ich kann hier Indie Jones-mäßig den Dicken markieren. Aber hallo, jetzt wird das Spiel interessant. Ihr glaubt nicht, dass ich auch nur einen weiteren Schritt normal laufe jetzt. Also das ist durch. Rollo. Der allrollende Rollkasten. Rumbler. Hallo, Enima Deluxe. Aloha. Hol dein Schwert. It's dangerous to go alone. Take this. Okay. Das ist jetzt noch eher so das Tutorial, ne? Ich nehme es fast an. Also, allein die Tatsache, dass ich nicht sterben kann und so. Wow. Boo. Yeah. Was? Nimm's mit. Tu's. Das Belohnungssystem des Verstands. Ich bin voll dabei. Das ist. Endorphine, schön. Wuppdi. Also wenigstens ist es nicht irgend so ein Science-Fiction-Kram, sondern es sind Endorphine. Oh nein. So, jetzt. Inventar öffnen, Y, Metallscheibe. Yeah, pimpt. Und ein Schwert, bitteschön. Ja. Dustys Holzschwert, heiße ich Dusty? Ja, ich glaube schon. Großartig. Join Dusty and his ever optimistic friend Piper. Ich glaube, das ist der Vogel. Ah. Ja. Top. Benutze dein Schwert, um die Tentakel zu schlagen. Greife mit X an. Wie sieht das so aus? Ach, X ist da. Wow. Okay. Massacre Man. Er erlebt sein Revival. Okay, das könnte gut werden. Das ist ja, mir fällt kein Vergleich ein. Das könnte daran liegen, dass ich das Spiel normalerweise nicht spiele.
Aber es ist genauso wie. Ich. Keine Ahnung. Wie Dings. Es ist nicht schlecht. Also, es ist jetzt auch rein spielerisch jetzt nicht, dass man hier völlig überfordert ist oder dass das irgendwie. Es ist alles sehr fluent, flüssig. Man bricht sich hier keinen ab. Ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen am Spielen selbst. Also, man kommt gut zurecht. Du hakst halt irgendwo, glaube ich, ne? So das Wie bitte? Haken? Marken. Genau. Ja, es gibt ja oft genug Spiele, wo man einfach dann mal davor steht und dann nicht weiß, was man eigentlich noch weiter tun soll. Das Wenn die außerdem. Spielmechanik das nicht so richtig wirklich macht. Benutze Bild mit Dings. Okay. Ich habe kein Liftteil mehr. Muss ich das jetzt holen? Was soll ich tun? Ich klopfe einfach nochmal. Komm schon. Lass doch das Licht mal an. Ungeduldige. Okay, gut, das bringt uns nicht weiter. Und mir fehlt ein Teil zum Liftpimpen. Das heißt, nehme ich das jetzt richtig an, dass ich das holen muss wieder? Wahrscheinlich von hier. Ah. Großartig. Also, du darfst mir gern zu meinem absolut richtigen und genialen Kurzschluss gratulieren. Ich bin hier Ja, voll der, der. läuft. Ich bin immer so ein bisschen hinterhergeleckt. Bin hier voll der Puzzle-Solver. Der Bovakill schreibt schöner Lag. Warum habe ich einen schöner Lag? Oder schöner Lag? Bovakill hat. Lag. Ja, weil andere Rätsel gab es bislang noch nicht, außer irgendwelche Metallscheiben da reinzulegen, ha? Hit it. Endorphine und Ausdauerneuronen. Okay, und da komme ich erstmal nicht hin. FPS Drops. What the fuck? Ja, dann ist das aber. Dann hätte ich vielleicht nicht auf 60 FPS gehen sollen. Was ich sehr, sehr komisch finde. Aber ich sehe es flüssig. Ich weiß, das hilft jetzt niemandem, der zuschaut, aber. Es geht. Ja, manchmal zittert das ein wenig. Okay. Es ist wohl sehr schön, dass du dich konsequent daran hältst, nicht mehr normal zu laufen. Kennst mich. Okay, Oh, oh. jetzt kriegst du auf den Nuss. Ich brauch das. Zum Runterkommen. So. Der Kollege da hinten hat es auch gleich mitgerissen, scheinbar. Den hat meine Umwucht-Attacke zu sehr zugesetzt. Das hätte ich gerne. Was auch immer das ist. Endorphine, wieso sind die jetzt alle weg? Gesammelt. Nein, nein, die Endorphine, aber ich meine die Viecher. Ich habe keine Ahnung, warum der zweite gegangen ist. Dem war das zu langweilig ohne seinen Kumpel. Kick. Kick it. Kick it. Was hier hinten? Also kann ich auch hier. Zack. Da sind noch hier diese grünen. Schon Das waren doch gekrabbelt. hier deine Endorphine. Das ist Energie halt. Lebensenergie. Ich kenne mich doch nicht aus mit sowas. Computerchemie und blub. Tu's. Noch mächtiger. Ein Wow.
Okay, die brauche ich einmal gerade nicht. Was? Das hilft mir nicht weiter. Wo geht das hin? Komm zu mir zurück. Okay, irgendwas übersehe ich hier. Wir gehen erstmal da lang. Es ist halt auch einfach extrem sehr viel schneller, wenn man durch die Gegend rollt. Du hast noch zwei vergessen da. Ja, ich habe doch voll Energie. Was will ich denn mit denen? Die kann ich mir noch holen, wenn ich wieder einen kassiert habe. Da, guck, geht gleich los. Oh. Hadoken. Oh. Jetzt wollen sie es aber wissen. Die Synchro ist echt nett. Von dem Bösen natürlich, wie es jetzt gehört. Das sind aber nicht die Jungs und Mädels, die hinter Bestien stecken, oder? Nicht mal recherchieren, ne? Kannst du mal nebenher machen. Weil so auch dieser Weltenaufbau und mit Platten, die runtergehen und hochgehen, das erinnert ja, ja schon ja. So ein bisschen. Wer menschent mich denn im Hexchat? Der Spielsound ist etwas leise. Das kriegen wir hin. So, jetzt bin ich hier in dieser Übersichtskarte. Und kann original nichts tun. Nein, ich habe scheinbar nur diese eine Auswahl. Cerebrum City. Remember this place, Dusty? I'm not here for a trip down. Back to bed haben die schon mal gemacht. Küss mich, Vogel. Küss mich. Ja. Ich habe so ein leichtes Tearing, habe ich. Das ist ein bisschen störend für mich jetzt so, aber das kann man ja deaktivieren. Da habe ich nur bisher nicht dran gedacht. Get up there and catch him. So. Hey, back to bed haben die bislang gemacht. Okay, das sagt mir jetzt gar nichts. Ist auch so ein 3D-Puzzle-Spiel. Also noch nichts mit. Also zumindest nicht direkt erkennbar. Back to bed hat einen Linux-Port? Ja. Oh. Dann habe das sogar in meinem Steam-Netz. Schande über mein Haupt. Ja, das ist ein ganz anderer Entwickler, ich habe mal geguckt. Aber witzigerweise ist die Bastion-Webseite nicht mehr da. Wie kann man denn bitte die Bastion-Seite offline nehmen? Ja, we have reached the dead end. Kommt auf buildthebastion.com. Mir wird hier gerade Honig ums Maul geschmiert. Was ist denn da los? Spielt so einfach für mich. Also entweder ist das gerade Hardcore-Ironie, was ich sehr gut nachvollziehen könnte. Oder danke. Kann man in dem die Wolke da im Hintergrund, die aufgehangen ist, eigentlich ganz niedlich. What the heck happened here? Trauma in the conscious mind. The nightmares have come unconfined. Er reimt. Without remorse. We hide in fear behind closed doors. That's why the mayor sent me to find you. So a few nightmares escape the gate and you're scared, huh? I'm not your guard anymore, Mayor. I'm only here to beat that thief and get my stuff back. You have been on me for long, my friend. But the mind now needs your aid again. Yeah. Needs my aid? Huh. The mind stopped challenging itself. I've been forgotten. I cannot blame you for feeling so rotten.
So, do you know why the gate acts strange? We can't go through. Too much fear came through the gate and left it in an altered state. Enough gibberish. How do we fix this so I can get my scrapbook back? If you must the gate traverse, the flow again must be reversed. Defeating a nightmare, I'll... Ihm geht es nur um sein Sammelalbum. First things first. Hast du die früher auch gesammelt? Ich habe in der Tat kurzfristig, ganz kurz in der 6. Klasse Diddle gesammelt, um ein Mädchen zu beeindrucken. Das hatte nichts mit Diddle zu tun. Die fand das toll und ich fand die toll. Das war so ein Dreiecksding. Das war ganz komisch. Naja, whatever works. Genau, whatever floats your boat. Ich hatte neben den obligatorischen Fußballteilen auch noch eins vom WWF. Was ist das? Ach, WWF. Der World Wildlife Fund. Ja, ja, World Wrestling Federation. Gibt die auch? Nein, tatsächlich von der Tierschutzorganisation. War eigentlich ganz cool, war auch ziemlich groß, das Ding. Und ich und ein Kumpel haben das gesammelt und getauscht und wie sich das halt alles so gehört. Zu zweit? Und er hat es zu zweit. Und er hatte am Ende quasi seins fertig. Ich nicht, mir fehlte eins. Und er hat es dann eingeschickt. Also wie gesagt, das war eine ganz schöne Arbeit, das zusammenzukriegen. Er ist heute Millionär. Ist er Millionär? Er ist Millionär. Weil er es durchgezogen hat. Gib's zu. Erfahrungspunkte, Millionär vielleicht. Naja, er hat das dann dahin geschickt, dann sollte man eine Überraschung kriegen und er hat dann halt einen Teddybären bekommen und einen Dankesbrief. Wuppdi. Im Tausch für sein teuer erarbeitetes Sammelalbum. Ja, manchmal ist es in Ordnung, wenn man etwas nicht vollendet. Schreibt's euch ins Poesiealbum, Kinder. Genau, das war wahrscheinlich die eigentliche Message dahinter. Ich check gerade mal den Rest des Kaffs ab, die ganzen lustigen Dörfer, die ja wohl irgendwie Hirnwindungen darstellen sollen oder Emotionen oder was auch immer. Apropos Emotionen. Den mag ich, da bleibe ich. Haus der Wut. Home sweet home. Also ich mag das, ganz im Ernst, ich mag das Voice-Acting. Es wirkt gerade so schrullig und so unprofessionell, dass es schon wieder absolut passend ist zur Stimmung. Perfekt. Wunderbar. Was ist das? Eine fruchtbare Erde, dann ist das doch absolut klar, was wir hier zu tun haben. Bauer Bob spielen. Und ich habe sogar einen Gegenstand erhalten. Vielen Dank, Steam. Let's just hope it holds up. Bist du jetzt bestens ausgerüstet? Aber hallo. Ausgang zu den Freiheitsinseln. Gebiet verlassen. Es nimmt Struktur an, möchte ich sagen. Es nimmt Struktur an. Plonk. Wer ist denn Captain Morgaine? Ein Schnaps. Hat nix. Captain Morgan, meinst du? Ah, das Spiel. Nee, da hatte ich mich mit ihm drüber unterhalten. Ah. Ist, sehr, naja. Ist, man sagt ja normalerweise besser schlecht versucht als gut versagt oder so ähnlich oder wie auch immer. Und Captain Morgaine ist so quasi der Counterpart zu dieser Aussage. Manchmal sollte man das, wie wir eben schon festgestellt haben, manchmal sollte man das einfach lassen.
Oder man sorgt halt unfreiwillig für Lacher. Ein Freund von mir hat früher mal russische Filme mit uns geguckt und da war das Voice Acting oder die Synchro war dann ein Typ, der dann alle Stimmen übersetzt hat. Also eigentlich nur vorgelesen hat halt, immer in der gleichen Stimmlage. Oh ja, sehr gut. Ich bin jetzt wütend. Die Situation erzürnt mich total. Bitte mehr davon. Genau, sprach sie. Wie du da rauskommst. Ah, na gut. Ja, eigentlich ganz schön gezeichnet insgesamt, ne? Also es passt alles zusammen. Sieht nicht irgendwie so reingekünstelt aus manchmal. Aua, das muss doch nicht sein. Was soll ich tun? Ich bin es gewohnt, dass man mir sagt, was ich tun soll. Wie unfair. Okay. Da kannst du durchrennen, komm. Ja, natürlich. Iron Man. Nein, komm, nochmal. Yes! Mein Freund, die Windmühle hat's gerockt für mich. Ja, aber die Rätsel werden wohl hoffentlich noch mal ein bisschen schwieriger, oder? Nein, das bleibt genauso. Das ist absolut perfekt für mich. Das ist jetzt schon fast zu hart. Ich habe jetzt schon Kopfschmerzen. Das ist, Ich bin eine ganze Woche mal locht am Abend und dann auch noch kopflastige Spiele, ne? Ja, ja. Dafür die Batterie, okay, alles klar. Alter! Ja, ist das noch Tutorial hier? Nee, ich glaube, das ist schon so ein bisschen... Ja, manchmal wird ja noch so ein bisschen Spielmechanik hinterher geschmissen. Oh, apropos geschmissen, ja. Ja, ja. Game over. Komm. Komm, ein noch, ein noch. Ja. Da. Top. Tod allen Säurespuckern. Oder was auch immer das war. Was ist das? Eine grüne Batterie? Zeit fürs Inventar. Ich will aber Tee. Das kriegen wir hin. Scottish! Ich krieg keinen Tee? Doch, ich krieg Tee. Ach so, ich soll die anderen suchen. Okay, alles klar. Aber ich brauche doch hier die rote Batterie, also muss ich sie ihm wieder klauen. Es wird kompliziert. Es ist wieder Beziehungsstatus bei Facebook. So, sorry. Wie? Komm schon. Alter. Kommt her, ihr Lümmel. Doch, wenn man sich erstmal. Ja, klar. Wenn man sich erstmal kurz eingespielt hat, geht's. Also am Anfang war es ein bisschen arg schwierig, so, Kampfsystem, aber. Würde sogar so weit gehen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt mit der Tastatur spielen wollen würde. Ich glaube, das ist wirklich so ein Gamepad-Spiel, so ein bisschen. Also auch hier mit dem Analogstick und so. Das ist schon ziemlich cool. Das mit Tastatur. Ah. Certainly not.
Juppdi. Warum fallen... Inwiefern ist das Kampfsystem jetzt... Aber inwiefern ist das Kampfsystem jetzt schwierig? Das sieht nicht wirklich schwer aus. Vor allem, weil die Gegner ja auch immer noch relativ übersichtlich in der Anzahl sind. So. Ja, nicht unbedingt schwierig. Also nicht so, dass es einem irgendwie... Aber es ist halt ungewohnt gegenüber dem, was ich halt kannte. Beispielsweise auch, um einfach das Spiel zu nennen, was ich am meisten so mit Gamepad gespielt habe, Bastion. Das ist halt dann doch ein bisschen anders. Hier brauche ich die rote Batterie. Wo soll ich die denn jetzt herholen? Soll ich die zaubern? Noch mal das Eis da rein. Ja, okay. Warum nicht? Komm her, du! Bitte! Nee, mach da nicht. Alles im Griff. Mach da nicht? Es ist auch... Sehr, sehr schade. Also soll ich jetzt habe ich hier so ein... ja. Es ist in meinem Kopf. Setzt es sich zusammen. Ich weiß, was ich tun soll. Begriffbar. Ach, du brauchst deinen eigenen... Ich... Du brauchst eine Batterie, oder nicht? Ja, auch noch. Die kriege ich hoffentlich irgendwo her. Guten Tag. Mein Vogel kann durch Häuser fliegen. Oh mein Gott, ich hasse sowas. Okay. Hä? Nochmal. Da ist unten was passiert irgendwie. Ich das ein? Libra. Der hat was anderes gesagt. Das ist bescheuert. Er rollt sich durch die Welt. Jackpot! Ein Kackehäufchen. Das Rätsel war nett. Ja, absolut. Das Hausrätsel, das war schön. Eine Erinnerungsmembran, bitte sehr, bitte gleich. Give it to me. Die habe ich die eine... Ha, du brauchst deinen Teddy zum Schlafen, du bist so ein Baby. Das hat Todd gesagt. Die eine andere habe ich im anderen Level zurückgelassen. Vielleicht kann ich ja später nochmal hin, weiß ich nicht. Ich habe in dem Moment zumindest keinen Weg gefunden, wie ich da hinkommen hätte sollen tun. Können wir mal bitte kurz den Beat frönen? Nicke mit dem Beat und... Ich kann mich leider nicht ducken, sonst würde ich das tun. Ich kann mich nur drehen zur Melodie. Und das ist eher schwierig. Okay. Yeah. Hoppala. So. Bitte drehen. Es nimmt Strukturen an. Geh mal in die Wolke da rein. Nimmst du da irgendwelchen Schaden eigentlich? Irgendwie bist du gerade durchgerannt und nichts passiert. Ich werde das gleich mal testen, sofern noch eine Wolke kommt. Weil die habe ich jetzt weggepustet erfolgreich. Da sind noch mehr Wolken, dann gucke ich gleich mal, was da passiert. Ist
direkt Exitus. Okay, die Synchro ist richtig gut. Vor allem ist es clever. Ha! Nee, ich kann einfach... Aua, ich kann nur einfach nicht weitergehen. Ja, die Übersetzung ist tatsächlich nett. Nicht einfach nur stumpf übersetzt, sondern... Ich hatte, ehrlich gesagt, wie gesagt, mich ja nicht groß vorbereitet oder First-Time-Player und so. Völlig unvoreingenommen. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. So, ich finde das super klasse toll, dass das überhaupt auf Deutsch ist hier. Ja... Und wir sollten uns auch zur Angewohnheit machen, das in den Artikeln halt mal zu hinterlegen, ne? Ich habe da schon mal zum Teil mit angefangen. Bei sowas auf jeden Fall, ja. Manchen, ja, auch so grundsätzlich, es gibt ja einfach auch Leute, die gerne dann halt die Spiele auf Deutsch haben. That is a strange plant, even for Freedom Isles. Yeah, what's the catch? Haha, what's the catch? Mhm. Hübsch, 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 hübsch. Sehr gut. Na komm schon. Was tut der Vogel eigentlich da bei euch? Also bei dir? Der fliegt herum und frönt. Ich weiß gar nicht, ich kann auch nicht mit ihm interagieren oder so. Ich kann ihm auch keine geben. Nee, schade. Hätte ja sein können, dass das mein unabhängiger SM-Freund ist oder so. Ja, bestimmt. In diesem Spiel freigegeben ohne Altersbeschränkung oder so, kein Fall. Gibt's denn eine FSK für sowas? Oder irgendeinen Hinweis darauf, ab wie vielen Jahren man das spielen sollte? Das ist genau die richtige Frage. Ich glaube, das ist... Ich stelle nur gute Fragen. Pigment. Ganz wichtig ist, dass du am Anfang des Spielnamens keinen Fehler machst. Sonst landest du wo ganz anders. Okay. Ja, immer, dass Steam das halt auch irgendwo hinschreibt. Aber hier ist nix. Ukulele. Waste of talent, if you ask me, but... Finally, we're here. Oh. The nightmare must be here somewhere. Nimm dies, Baum. Also auch jetzt scheint runterfallen weiterhin keine Option zu sein. Was ich persönlich sehr nett finde. Ich kenne mich. Also eigentlich müssen Spiele ja aber auch, oder werden Spiele eigentlich erst interessant, wenn man auch verlieren kann. Also den Eindruck habe ich bislang noch nicht. Ja, bisher ist es, ich meine, man könnte halt sich extrem blöd anstellen und sämtliche Energie verlieren. Bei so einem Kampf oder so. Aber bisher, ja, gebe ich dir recht. Okay. Oh, vielleicht kann ich dich... Nein, ich kann nicht runterfallen. Ich wollte dich gerade überraschen. Guten Tag. Oh, wohnt hier eine Kaffeekanne? Das scheint so immer so ein Sammelbecken an Gegner zu sein, die sich eine Energieanzeige teilen oder so. Habe ich so das Gefühl. Nee, jetzt waren das ja zwei verschiedene Gegner, die du komplettet hast. Ja, dann war das wahrscheinlich nur eben irgendwie. So, her mit der Energie. Ich bin im Verdursten. Na komm her. Das grüne Zeug hast du jetzt für was?
Das grüne Zeug? Das ist meine Lebensenergie. Ja. Die nimmt... Achso, die sich da... Ach, da ist auch nochmal diese diese weißen Endorphine, die sind da links nochmal daneben. Jetzt sehe ich's. Ja. Das habe ich auch noch nicht ganz gecheckt, für was die da sind. Wenn du X gedrückt hältst, dann kannst du ja Dollar schlagen irgendwie, ne? Ja. Hat das was damit zu tun? Dann. Vielleicht verbraucht sich das dann, man weiß das nicht. The bridge is out. Die Brücke ist draußen. Moment, da muss ich mal kurz applaudieren für diesen Übersetzungsjob, der war super. Habe ich schon irgendwas dafür? Nein. The bridge is out. Ja. Gehen wir nochmal hier rüber. Spielst du sonst eigentlich Counter-Strike? Nur mal ich? So als Frage, ja? Nein. Das ist wahrhaft, das gehört zu einem der vielen Spiele, die ich besitze, aber ich glaube, unter einer Stunde habe auf Steam. Maximal zwei. Du wärst prädestiniert. Wieso? Warum? Weshalb? Ja, du wärst auch so ein Dauerhüpfer, glaube ich, ne? Achso, meinst du den hier? Bunny Hopping? Ja, früher. Ja. Früher. Damals. Counter-Strike 1.5 und solche Geschichten. Ja, mach jetzt nochmal diesen starken Schlag da. Kann ich machen? Mit X. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Ja, ein Stückchen hinterher. Ja, natürlich. Mit glüht. Ach, guck mal. Ah, nee, ich kann doch nicht durch. Ich nehme doch Schaden. Ich muss mich korrigieren von eben. Ah. Jetzt wird es interessant. Ja, mach ihm das Haus kaputt, wenn er ihn nicht reinlässt. Ich versuche noch rauszufinden, was es damit auf sich hat. Ich habe so eine Vermutung. Wenn du das Ding genau dann fallen lässt, wenn er da in der Mitte drauf ist? Ja, dass ich da lang gehen kann. Ja! Und wie cool ich bin. Ha! Schlangenschwanz. Haben mich meine Mörder-Skills wieder nicht griffbasis, nicht im Stich gelassen. Achso, da fehlt wieder ein Griff, alles klar. Das ist ein Katapult, nehme ich an. Das benutzen wir jetzt nicht, weil ich habe eine Vermutung, wo ich lande, nämlich da oben, wo ich eben schon war. That tree bears a strange fruit. Yeah. But how to get it? Ach, natürlich. Ach so, okay, das ist auch wieder irgend so ein Questding jetzt, oder was? Irgendwas muss der tun. Kotznager. Musst du den Baum voll kotzen, du Kotznager? Kotz mal den Baum voll. Ja, scheinbar schon. Kotz den Baum bitte nochmal voll. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal zu jemandem sage. Ja. Ich habe sie aufgehoben. Und da flutscht die Flöte. Ich will gar nicht wissen, wo er sie hingesteckt hat. Komm her! Bleibt er jetzt tot? Ich meine, jetzt hat er ja keinen Sinn mehr. Aber wahrscheinlich kommt er gleich wieder. Ja! Soll ich jetzt einfach gehen? Hier noch irgendwas, was ich tun kann? Scheinbar nicht. Wuppdi! Dem wird das Spiel ja als Action-Adventure gehandelt. Also ein bisschen, ja, ein bisschen mehr, finde ich, das hat das doch eher was von einem Jump'n'Run, oder nicht? Ist halt nicht 2D. Man kann auch nicht jumpen. Also,
Und man kann nicht runnen, man kann nur rollen. Okay, wenn wir das so genau nehmen, dann passt die Bezeichnung natürlich überhaupt nicht. Wow, wie die Faust aufs Auge. LT besessen, ne? Ja, natürlich. Das ist das Wichtigste. Im Ursprungsspiel ging es um Heroin und dann hat irgendjemand gesagt, das dürft ihr nicht drin lassen, das geht nicht. Haben sie das ersetzt gegen Tee? Nee, Meth. Genau, es ging um Meth kochen. Ja, ja. Bitte? Bestimmt. Ja, komm schon. Irgendwas. Ein Putzelplattformer, ja. Hat nicht gesagt, das ist ein Putzelplattformer. Das finde ich, ja, kann man so gelten lassen, ne? Würde ich gelten lassen, ja. Also vor allem, es ist. Also ich muss. Wir haben jetzt 7:07. Ich weiß nicht, ich hatte ja gesagt, jedes Spiel eine Stunde. Wobei ich bei dem zweiten Spiel mir echt nicht sicher bin, ob das eine Stunde geht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine Erwartungen waren geringer. Also ich finde es jetzt nicht so schlecht. Wobei ich halt dabei sagen muss, ich bin halt überhaupt nicht der Typ, der so Spiele spielt und auch überhaupt nicht der Typ, der den Grafikstil mag und überhaupt und sowieso ist das eigentlich ein Spiel, was ich überhaupt nicht hätte in die Hände bekommen dürfen. Aber es ist nicht schlecht. Du spielst es. Ja. Es ist so dieses typische positive Überraschtsein. Ja. Was habe ich da? Aber wenn du Bastion spielst, dann ist das doch schon so ein bisschen in die Richtung. Ja, Bastion war ein ganz, oder was heißt war, ist ein ganzen Ticken Erwachsener, also gefühlt Erwachsener. Auf seine sehr abgehobene Art und Weise. Was tue ich hier eigentlich? Ich kann da drehen. Wie weit kann ich das denn drehen? Das nächste war das ExploQuest. Ja. ExploQuest 2, wenn ich bitten darf. Das ist die Fortsetzung. Hallo? Die viel weiter ausgebaute und technisch viel hochwertigere Fortsetzung. Dann will ich auch erstmal einen. Ein Brettspiel. Aua. Ja, Brett nicht unbedingt. Eher so. Also mich hat es ein bisschen erwischt an. ich weiß nicht anders. Als Review haben sie da drauf stehen: ExploQuest 2, also von einer Seite. Ja. ExploQuest 2 is a sequel to the wonderful retro RPG ExploQuest. Das ist das einzige Review, was hier draufsteht. Und es sagt halt nichts über das Spiel aus, einfach. Das ist der zweite Teil der Nachfolger vom ersten. Moment. Es ist die wundervolle Fortsetzung des ersten Teils, ja. Ja, wie war das, wenn du nichts Gutes sagen kannst? Sag besser gar nichts. Ja, so ein bisschen erinnert mich das daran. Aber wir lassen uns natürlich, wir sind natürlich nicht voreingenommen, wir sind offen. Absolut. Freuen uns darüber, dass es für Linux erscheint. Und wir legen natürlich auch direkt einen Artikel an. ExploQuest 2 Spiele kommerziell native RPG, sagten sie ja. Okay. Retro. Also es hat schon mal keinen, das ist eine Sache, die ich absolut nicht leiden kann. Es hat ein das habe ich eben in einem ganz kurzen Test gesehen, es hat ein festes Fenster. Ich kann also gleich nicht Vollbild spielen oder streamen, weil es im Fenster, einen festen Fenstermodus hat. Das ExploQuest. Ja. Das ist ja, ein bisschen. Ja, das ist halt, da hat der Entwickler halt einfach festgelegt, wie es zu spielen ist, wie die optimale, also wie es am besten rüberkommt. Wie damals bei StarCraft 2. Na, eins, ganz wichtig, eins. No way. Es braucht 20 Megabyte. Ja, ich habe 11 gebraucht. Ich war auch total erstaunt, dass ich quasi fast 50% konnte sparen. It und blowed my mind. Ein Linux braucht es auch. Ich glaube, die Anforderungen erfüllen wir. Da werden wir wahrscheinlich auch nicht so viele Ruckler haben, würde ich mal behaupten. Vermute das nicht. They see me rolling, they hating, controlling.
Okay, da kann ich nicht dran, aber hier drüben kann ich dran. Also eins... Explo Quest 2 ist der... Ha, shit. ...wundervolle Nachfolger vom RPG Retro-Spiel Explo Quest. Moment, das haben wir gleich. Ta-ta-ta-ta. Ich komme mir vor wie ein gottverdammtes Genie. Dieses Spiel bedingst mich, bestätigt mich in all meinen Annahmen. Hoppla. Zeug. Fein. Dann haben wir jetzt eine Minute vor. Ich würde diesen für euch jetzt erst sichtbaren Ladebildschirm vielleicht dazu nutzen, jetzt auch wirklich das Spiel zu ändern. Mal kurz Pause machen. What do you think, El Comrado? Yes, that is a very good idea. Der Hartnix hat übrigens noch gesagt, er findet das Spiel prinzipiell nicht schlecht, ein nettes Spiel. Aber der Preis ist etwas hoch. Was waren das gleich? Ja, 20 Euro, meine ich. 20 Euro, ja. Ich kann aber jetzt auch... finde ich für einen... Einfach, ja, es ist ein Spiel, das halt gerade mal rausgekommen ist. Ich finde 20 Euro... Man ist halt so dran gewöhnt, glaube ich, an diese 9,99 € oder noch weniger. Wenn man sich das bedenkt, was die Spiele früher halt so gekostet haben, dann ist das halt eigentlich nichts. Ne? Wohl wahr. Ich kann jetzt. Hast du irgendwie auf deinen grandiosen Recherchen was gefunden zum Umfang von dem Spiel? Wie ungefähr? Stunden? Nee, gibt's gar nichts. Aber ich meine, man sieht ja jetzt in der Übersicht ja schon noch ein paar Level. Ja. Wow. Ja, also prinzipiell. Man kann, also man wirklich, über das Spiel ist nichts Schlechtes zu sagen. Es sieht gut aus, es klingt nett, die Synchro ist lieblich eigentlich so, mit dem ganzen schottischen Akzenten zwischendurch, ist eigentlich ganz pfiffig. Gamepad-Support, es wird die Hardware nicht töten, denke ich. Ich weiß nicht, wie sind die Anforderungen? Hast du das gerade offen? Ja, ich kann es dir direkt sagen. Es gibt übrigens auch eine Demo. Die man sich dann angucken kann. Empfohlen ist eine GTX 650 Ti, 750M oder eine Radeon HD 5850. Eine 650 Ti? Ja. Leg mich am Arsch, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber gut. Ja, also mindestens brauchst du eine 480er. Kann das Intel? Also, hast du eben Intel mit dabei? Nee, Intel war nicht dabei. Oh, okay. Das wäre nochmal auszuprobieren. Ich habe ja noch die Tuxedo-Kisten hier. Oh, da müsste ich es nochmal... Ah. Wir haben eine Zuschauer. Ich habe auch ein paar Intel-Maschinen, aber die sind halt urig. Oder höchstens halt über meinen Kontakt kann ich noch was kurzfristig testen. Da wird gerade gefragt, eine Zuschauerfrage, die wir natürlich auch selbstverständlich immer beantworten. Ist die Steuerung anpassbar? Jetzt muss ich mich erstmal dem Quest stellen, aus diesem Spiel rauszukommen, ohne dass mein Fortschritt kaputt geht oder weggeht. Deswegen bestätige ich den Level gerade nochmal und werde dann gucken, ob ich irgendwie da rauskomme. So, aber vielleicht kann ich ja auch hier schon gucken. Ja, ist sie. Angreifen, ausweichen, verwenden, Tasche. Also es gibt nicht viel. Hier steht jetzt allerdings auch nicht. Ich teste gerade nochmal, wie das mit der Tastatur ist. AWSD? Ja, AWSD. Alles klar. War anzunehmen. Pfeiltasten geht auch. Ja. Also ist anpassbar, rudimentär.
Wenn du zu der Gattung Mensch gehörst, die gerne ihre Spiele mit Numpad spielen, dann hast du Pech gehabt, weil da passiert nichts. Und das habe ich jetzt auch keine Option gesehen, dass man das irgendwie anpassen kann. Ich habe das früher nur gemacht. Die ersten LANs habe ich mit Numpad gespielt und alle haben mich gehasst. So. Okay. Dann noch irgendwas zu ergänzen, El Comrado. Fällt dir noch was ein? Ich bin auch positiv überrascht. Ich habe mir weniger darunter vorgestellt. Tatsächlich, die Screenshots waren eher dem Spiel nachteilig, muss ich sagen. Jetzt, ja, absolut. Wo man das dann halt tatsächlich sieht, sieht es doch besser aus. Ich freue mich, dass wir das dann einfach mal stumpf ausprobiert haben. Ganz stumpf. Wäre ich stumpf? Ui. Wie wäre es, wenn ich das Spiel so spiele? So ungefähr. Ja, das ist cool. Genau. Mit Tastatur? Nein, mit einfach ganz entspannt, wirklich sehr, sehr ruhig und ja. Was ist denn? Hä? Was ist denn? Was tust du? Ja, ich laufe einfach sehr, sehr langsam. Ich finde das sehr angenehm gerade. Nein, okay, gut. Genug der Blödelei. Dann würde ich sagen, mit leichtem Überzug wechsle ich jetzt das Spiel. Ich gehe kurz off. Nee, ich gehe nicht off. Ich schicke euch in den Wartebildschirm. Yes. Und dann sind wir ein paar Minuten wieder da. Richtig, maximal Minuten. Mindestens eine Stunde. Also, ach, bis gleich.